Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen Vorschlag für eine gute Tat, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Der Vorschlag selber ist, höre einfach mal richtig ernsthaft zu und rede ernsthaft mit Menschen. Egal, ob sie dir nun was erzählen wollen oder ob du dich mit jemandem unterhältst, versuche nachzufragen, versuche die Position der anderen zu verstehen. Setze dich eventuell auch mal an einen Tisch zu fremden Leuten, unterhalte dich mit denen. Respektiere auch die Meinung derer, wenn du nicht derselben Meinung bist. Und vor allen Dingen führe die Unterhaltung wirklich und schau nicht ständig aufs Handy oder sei abgelenkt, sondern biete auch den Gesprächspartnern den Respekt, dass du dich auf das Thema und auf sie konzentrierst. Achte mal darauf, wie du reagierst, wenn die Meinung der anderen aus deiner Sicht zum Beispiel falsch ist, zum Beispiel rassistisch, diskriminierend, gutmensch vernebelt oder total weltfremd und gefährlich dadurch. Wie diskutierst du? Bleibst du sachlich, wenn du emotional wirst, meinetwegen, wenn das Gespräch auch persönlich und laut wird, was bei solchen emotionalen Themen eigentlich ganz normal ist, nach meiner Meinung. Aber wie reagierst du? Bleibst du bei sachlicher Argumentation? Kannst du dich von Vorurteilen, von Schubladendenken, von Stereotypen dabei lösen? Eine sehr gute Variante ist so zum Beispiel die Idee des Perspektivwechsels, den mal bewusst einzunehmen, sich mal in die Position des Gegenüber zu versetzen, in die Position von einem Opfer, von einem Täter, von deinen Gegnern, von den Angehörigen. Und was ich noch als sehr hilfreich empfunden habe, selber in Diskussionen, ist, Dinge bis zu Ende zu denken. Nicht bloß die jetzige aktuelle Situation, sondern wie geht das weiter? Welche Alternativen gibt es? Welche Lösungen gibt es für die wirkliche Situation? Dann sieht man für manche Sachen schon ganz anders. Und das Allerwichtigste ist, versuch mal nicht bloß das nachzuplappern, was du in der Schule oder in den Medien oder sowas täglich hörst, sondern halt selber zu denken. Und den Perspektivwechsel einzunehmen und dann für dich zu entscheiden, was könnte stimmen, was stimmt zu welchem Anteil, welche Position kann ich mich anschließen und an welche Position glaube ich am Schluss, weil die wenigsten können wirklich ihre Position hundertprozentig eindeutig nachweisen. Es ist meist nicht hundertprozentiges Wissen, sondern es ist bei jeder Position, die man einnimmt, ein ganzer Teil, woran glaube ich, was es für mich war. Das heißt noch lange nicht, dass es wahr und richtig ist. So, das ist mein Vorschlag für eine gute Tat. Unterhalte dich ernsthaft mit jemandem und wahrhaft mit jemandem und konzentriere dich auf das Gespräch und versuche auch gegensätzliche Positionen, diesen Perspektivwechsel mal einzunehmen und dir dann über bestimmte Themen eine Meinung zu bilden. Also, ich wünsche schon eine schöne Adventszeit und einen schönen Tag.